Schirm. Bitte gebt mir ein Zeichen, wenn ihr was sehen könnt. Ja, ich kann was sehen. Perfekt, also Scheint willkommen zu klappen. bei unserem Workshop Balkon Photovoltaik. Schön, dass ihr alle Zeit gefunden habt mit Untertitel Ich mache jetzt meinen eigenen Strom. Worum geht es heute? Um kleine Photovoltaikanlagen, die man seit 2017, 2018 in Deutschland unkompliziert direkt in seine eigene Steckdose zu Hause stecken kann, um dort seinen eigenen Strom zu produzieren. Wer sind wir? Ich bin einmal Jonas Stürnberg von der Oldenburger Energiegenossenschaft, bin bei uns im Vorstand seit einem Jahr und genau, ich bin hier ehrenamtlich unterwegs und die Oligeno hat sich dem Thema Balkon Photovoltaik aus ideologischen Gründen angeschlossen, weil wir das einfach ein super Thema finden. Wir verdienen unsere Karma-Punkte allerdings eher mit größeren Anlagen. Genau, und meine Mitrednerin ist Annika Fitz. Vielleicht magst du dich selbst vorstellen. Ja, gerne. Ja, herzlichen ja, willkommen zu unserem Workshop auch von mir. Morgen kann man schon nicht mehr sagen, haben glaube ich schon fast Mittag, aber toll, dass ihr alle dabei seid. Ja, ich bin Annika. Ich bin seit einem Jahr bei der Oligeno dabei und in verschiedenen Themen unterwegs gewesen, aber dann bei Kong PV dafür richtig Feuer und Flamme gefangen, sozusagen. Wie Jonas schon gesagt hat, wir unterstützen das Thema hauptsächlich, weil wir es einfach eine super Möglichkeit finden, für jeden, gerade der vielleicht auch nicht das große Eigenheim zu Hause stehen hat, an der Energiewende mitzumachen. Und deswegen freue ich mich auch riesig, dass heute so viele dabei sind. Ja, und ich hoffe, euch gefällt es. Und wie gesagt, Fragen könnt ihr gerne stellen. Und wir hoffen, wir können euch da bei Interesse heute ein bisschen weiterhelfen bei dem Thema. Ja, Sebastian, möchtest du vielleicht auch noch was sagen, wenn du hier schon dich heute bereit erklärt hast, hier Backoffice bei uns zu machen? Richtig super. Ja, hallo, genau. Ich werde hier im Chat die Fragen beantworten und den beiden ein bisschen den Rücken frei halten. Bin auch schon ein bisschen länger mit diesem Thema unterwegs. Und ich glaube, du meintest idealistische Motive, Jonas, und nicht ideologische Motive. Denn der Charme von Balkon PV ist irgendwie, dass es die Energiewende tatsächlich irgendwie fast jeder mitmachen kann, auch Mieterinnen und Mieter. Sonst immer ein bisschen den Kürzeren ziehen. Viel Spaß. Genau, einen kurzen Einblick in was wollen wir heute alles besprechen. Einmal gebe ich gleich einen kurzen Einblick, was eigentlich die Oligeno ist, also die Oldenburger Energiegenossenschaft. Der zweite Punkt, den stellt Annika euch vor, was ist genau Balkon PV oder Balkon Photovoltaik und was bringt das? Dann wollen wir euch erklären, wie ihr zu eurer eigenen Anlage kommt mit einer einfachen Anleitung. Was braucht ihr notwendige Hardware? Wie baut ihr das Ganze denn auf? Und ein kleiner lästiger Punkt, wie meldet ihr diese Anlage auch an? Da gibt es so ein paar Stolpersteine, bei denen wir euch helfen wollen, die aus dem Weg zu räumen. Und dann gibt es ein Rechenbeispiel, was unser ökonomisches Mastermind Guido Brüggemann seinerzeit entworfen hat. Der ist heute auch hier. Nein, eine kurze Rechnung, ob das auch wirtschaftlich Sinn macht. Diese Balkon-PV-Anlage sich anzuschaffen. Ich gebe es kurz vorweg, ja, es macht total Sinn. Vor allem, da sich jetzt in Oldenburg auch einiges weitere getan hat. Also es gibt in Oldenburg jetzt eine Förderung der Stadt für diese Art von Technologie. Und die Anmeldung ist in Oldenburg auch wesentlich leichter geworden mittlerweile. Also es macht jetzt wirklich Spaß, sich so ein Ding anzuschaffen. Aber kurz zur Oligeno. Was macht eigentlich die Oligeno und was machen Energiegenossenschaften? Die Oligeno ist Teil von einer großen Menge an Energiegenossenschaften, die sich hauptsächlich ehrenamtlich in Deutschland an der Energiewende beteiligen, weil wir glauben, dass Energiewende demokratisch sein muss und bürgerlich und weil wir uns das noch nicht reicht, was in Deutschland im Klimaschutzbereich getan wird, wollen wir einfach hier selbst anfassen. Aber wie funktionieren Energiegenossenschaften? Die sind natürlich von unseren Mitgliedern getragen. Bei der Oligeno sind wir circa 400 Mitglieder.
Das heißt, Sie als Mitglieder, vielleicht sind noch ein paar Mitglieder hier unter uns, sind im Zentrum. Sie investieren in die Oligeno als Beispiel. Wir bauen damit mit Ihrem und unserem Geld Solaranlagen, schmeißen alle zusammen. Und die Solaranlagen erzeugen Ökostrom, der über ein ganz tolles Konzept aus 100 Energiegenossenschaften Deutschlands wieder zurück als Ökostrom an Sie fließt. Also Sie können bei uns auch Ökostrom beziehen, der aus unseren eigenen Anlagen generiert wird. Das Coole an Genossenschaften ist, im Gegensatz zu Aktiengesellschaften, dass wir das Prinzip One Person, One Vote hochhalten. Das heißt, auch wenn ich jetzt 100.000 Anteile der Oligeno halten würde, hätte ich immer noch genauso viel zu sagen wie mein Nachbar, der nur 2 Anteile hat. Genau. Wir vertreiben auch Ökogas, das können Sie auch bei uns beziehen, um den Heizungsbereich noch abzudecken. Falls Sie noch keine Solarthermieanlage oder Wärmepumpe Ihr eigen nennen können, ist das vielleicht auch interessant für Sie. Und unser Fokus liegt eindeutig auf Solaranlagen oder der Photovoltaik als städtische Energiegenossenschaft. Konnten wir uns im Windenergiebereich zum Beispiel in Oldenburg noch nicht so richtig austoben. Und das haben wir in Oldenburg mittlerweile an Solarenergieanlagen auf den Weg gebracht. 2 größere Anlagen in 2019, einmal auf der Feuerwache. Und wir sind eins von 4 Mieterstromanlagen in Oldenburg. Also quasi ein revolutionäres Projekt, was auch im Norden Oldenburgs entstanden ist. Und wir haben in den letzten 3 Jahren circa 30, die sind hier noch nicht alle eingezeichnet, 30 Balkon-PV-Anlagen für unsere Mitglieder mit auf den Weg gebracht, indem wir gemeinsame Sammelbestellungen initiiert haben. Mittlerweile ist das in Oldenburg sogar noch ein bisschen unkomplizierter, weil es hier ein kleines Unternehmen gibt, was Balkon-PV-Anlagen vertreibt. Das ist vielleicht für Sie auch nochmal interessant. Bei denen können Sie einfach vorbeifahren und die Solarmodule abholen. Genau, Fokus der Oligeno ist allerdings bei den größeren Dächern aufwärts von 20 Kilowatt und bei großen Dachanlagen, wie die beiden größeren Anlagen, die wir 2019 gebaut haben. Einfamilienhäuser können wir aus rechtlichen Gründen, aber es wird uns sehr schwer gemacht, das Thema zu beackern. Und aber das Thema Steckersolar haben wir uns ans Revers geheftet, weil wir glauben, dass es da noch einige Fortschritte oder politische Fortschritte geben sollte und wir einfach von dieser Technologie begeistert sind. Ne? Weil sonst normalerweise ist die Energiewende in Deutschland, die bürgerliche Energiewende besteht hauptsächlich aus einer Energiewende der Einfamilienhäuser und vielleicht der betrieblichen Dächer im Photovoltaikbereich. Über Steckersolarmodule oder Balkonphotovoltaik kommt die Energiewende erstmals halt auch bei den Mietern an. Und das über so eine breit gestreute Energiewende, das wollen wir einfach voranbringen. Deswegen möchten wir euch das Thema hier näher bringen. Genau, und jetzt ist auch schon Annika an der Reihe mit und erklärt euch, was Balkon-PV eigentlich überhaupt ist. Genau, ich werde kurz die Steuerung von Jonas übernehmen. Das dauert einen Moment. Ja, und ich weiß nicht, ob es jetzt zu meinem Teil schon Fragen gab. Kann ich sie jetzt auch noch kurz beantworten? Genau, dann könnten wir die vielleicht auch noch zwischen reinstellen. Also es gab schon 2 Fragen im Chat. Die eine würde ich mal ein bisschen nach hinten schieben. Da geht es quasi auch ein bisschen um die Frage Eigenverbrauch und lohnt sich das im Kleingarten? Das wird nachher noch beantwortet werden, denke ich. Und dann gibt es die Frage, ob wir Handwerker an der Hand haben, die da auch unterstützen können. Genau. Ja, genau. Gehen wir vielleicht auch später. Ja. Beantworte sonst hier per Text schon ein paar. Okay, gut. Dann würde ich jetzt einsteigen. Was genau versteht man denn unter Balkon-PV, Stecker-Solar, Plug-and-Play-Solar, Mini-PV? Es gibt ganz, ganz viele Namen. Eigentlich ist aber immer das Gleiche gemeint, und zwar sind es kleine Photovoltaikanlagen, die eine Ausgangsleistung unter 600 Watt haben. So von der Größe, oft haben viele nicht so richtig die Vorstellung, wie groß sind denn dann diese Module. Das sind circa 2 Module mit jeweils 1,7 mal 1 Meter.
Hier seht ihr jetzt hier unten im Bild Jonas und einen unserer Genossenschaftsmitglieder. Und das sind ein bisschen kleinere Solarmodule als die, die ich jetzt da oben beschrieben habe. Aber so um den Dreh könnt ihr euch diese Größe quasi von solchen Modulen vorstellen. Der Clou bei diesen Modulen ist, die werden eben direkt an das Hausnetz angeschlossen. Das heißt, ihr könnt die im Garten aufstellen, so wie jetzt hier im linken Bild, oder sie werden am Balkon befestigt und speisen dann direkt dort ein. Weil die so klein sind, gibt es eben keine Einspeisevergütung, sondern ihr verbraucht den Strom quasi komplett selbst. Also im Idealfall 100%. Manchmal wird ein bisschen was zurück eingespeist, aber das ist dann eben so wenig, dass es eben auch steuerlich und mit EEG-Umlage und so weiter keinen Sinn machen würde, dafür eine Vergütung zu nehmen. Also die Idee ist wirklich, ein Prosumer zu werden sozusagen. Das heißt, ihr konsumiert nicht nur Strom, sondern ihr produziert ihn auch und tut dann quasi an Ort und Stelle euren produzierten Strom auch konsumieren. So, jetzt versuche ich mal die Folie zu wechseln. Jetzt, yes, okay. So, aber wie viel nutzt das denn, um das mal ein bisschen zu zeigen? Jonas und ich hatten mal das Vergnügen, zusammen in einer schönen Studi-WG zusammen zu wohnen. Und aus dieser Studi-WG seht ihr jetzt hier so ein Verbrauchsprofil. Und zwar in Rot seht ihr die Linie über den Tag. Es geht los um 0 Uhr bis 24 Uhr. Ein Tag im April ist das hier. Ihr seht, um 1 war hier noch jemand wach. Dann sind alle im Bett und der Student steht dann so um 9 Uhr morgens irgendwann mal auf und kocht seinen Kaffee. Dann gibt es verschiedene Spitzen über den Tag, wenn gekocht wird oder vor allem abends, wenn hier eine größere Kochaktion anfällt. Da sind dann so richtig große Stromspitzen drin. Und hier in Gelb, das ist die Messung von unseren zwei Modulen. Die haben 260 Watt insgesamt, die auf dem Dach stehen. Und da könnt ihr sehen, Gelb, die machen so über den Tag, gerade in der Mittagszeit, natürlich das größte Output und können dann gerade so die Grundlast, die wir haben, ganz gut bedienen. Und ihr seht, hier gibt es nur einen kleinen Punkt, wo wir mal ein bisschen mehr produziert haben als verbraucht. Ansonsten wurde quasi alles selbst an Ort und Stelle konsumiert. Genau. Jahresertrag haben wir mit dieser kleinen Anlage 220 Kilowattstunden. Das sind so ungefähr 66 Euro, die wir im Jahr sparen können. Und was natürlich super ist, wir haben hier 100% dezentralen Ökostrom vor Ort selber produziert. Wie sieht so eine Anlage grob aus? Also ihr habt einmal das Solarmodul, wo die einzelnen Solarzellen drin sind. Das Solarmodul erzeugt Gleichstrom. Der muss, um in das Hausnetz eingespeist werden zu können, vom Wechselrichter aufbereitet werden. Das heißt, hier wird umgewechselt in Wechselstrom auf 230 Volt. Dann könnt ihr über die Sicherungseinrichtung eures Hausnetzes quasi einspeisen und diesen Strom dann mit verschiedenen Verbrauchern verbrauchen. Interessant ist hier dann eben noch der Stromzähler, das heißt die Grenze zum externen Stromnetz, weil hier würde quasi alles gezählt werden, was ihr theoretisch einspeisen würdet oder auch beziehen. Okay, gibt es hier gerade schon Fragen zu dem Aufbau? Ja, also es gab zum Beispiel die Frage, da steht es ein bisschen weiter im Garten und da bräuchte man eben so 7 oder 8 Meter Kabel und Ine Schwarz hatte nur welche mit 4 Meter Kabel gefunden, aber das wurde gerade schon beantwortet, dass es natürlich auch längere Kabel gibt. Okay, also auf die Kabellänge und so Zubehör, da gehe ich dann nachher noch näher ein. Genau, da würde ich die Frage dann nochmal adressieren. Okay, perfekt. Annika, eine Frage noch. Ja. Gehst du noch auf den Stromzähler ein, weil du ja diesen wunderbaren Drehzähler noch zeigst? Genau, auf den Stromzähler werde ich auch noch eingehen. Okay, also das ist jetzt wirklich mal nur so der grundsätzliche Aufbau, gut, wie das grob aussieht. Und auf die einzelnen Bauteile gehen wir dann noch ein. Genau, das wird jetzt auch der nächste Schritt. Was braucht ihr denn, um so eine Anlage zu realisieren? Also einmal natürlich jede Menge Sonne. Das ist die Grundvoraussetzung und einen geeigneten Aufstellort. Darüber werden wir sprechen. Und eben, ihr braucht 1 bis 2 Module, die ihr euch aufstellen könnt, die jeweils mit einem Wechselrichter ausgestattet sein müssen. Den Wechselrichter gehe ich auch noch ein bisschen genauer ein, was der für Kriterien erfüllen muss. Ihr braucht ein geeignetes Anschlusskabel an euer Hausnetz
und eine Aufständerung mit Ballastierung oder eben auch eine Halterung, wenn ihr es am Balkon befestigt. Gegebenenfalls einen neuen Zähler, da komme ich eben noch drauf zu sprechen, oder auch einen Energiestecker, hier gibt es auch bestimmte Anforderungen. Und es gibt auch noch die Option, das ist aber eher für die, sag ich mal, Bastler, die interessiert, was wirklich interessiert, was macht meine Anlage denn, die Möglichkeit, ein Monitoring zu installieren, wo wir sehen können, so wie in unserer Studie-WG, wie viel ist da denn tatsächlich passiert über den Tag. So, zum Aufstellort. In Oldenburg haben wir das Riesenglück, dass wir das Solardachkataster haben. Das heißt, wir haben wirklich komplett kartografiert die Sonneneinstrahlung in ganz Oldenburg. Und hier kann man jetzt sehen, also blau sind schwache Einstrahlungen und rot sind starke Einstrahlungen. Ich habe jetzt hier mal meinen Straßenzug und hier ist auch mein Haus drin. Und da könnt ihr schön sehen, auf der Südseite ist alles richtig schön rot. Da strahlt die Sonne ordentlich hin. Ich möchte mir jetzt auch eine Balkon-PV-Anlage aufstellen. Ich habe tatsächlich bis jetzt noch keine, aber sie ist schon fest in Planung. Und hier rechts könnt ihr jetzt sehen, das ist unser Flachdachbalkon. Das ist dieser ganze gesamte linke Teil hier vom Haus. Und hier kann ich jetzt schön schauen, aha, in dieser Ecke sieht es richtig gut aus. Da habe ich keine Verschattung. Zum Beispiel im Gegenteil, hier ist dieser kleine Kamin, den man ganz gut hier sehen kann. Und da sehe ich dann auch im Kataster, aha, hier ist kein guter Ort, um die aufzustellen. Das ist natürlich eine Riesenhilfe. Ich für meinen Teil würde jetzt wahrscheinlich hier in dieser Ecke irgendwie mein Modul aufstellen, muss natürlich mit der Feuerleiter gucken. Aber ansonsten gibt mir das schon mal einen super Indikator, wo denn ein geeigneter Platz sein könnte. Und hier kommt es jetzt auch eben einmal drauf an, Verschattung natürlich, wo wir jetzt gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen haben. Und dann aber auch den richtigen Neigungswinkel des Moduls und die Ausrichtung nach Süden. Mein Modul würde jetzt wahrscheinlich hier, ich hätte wahrscheinlich so eine leichte Südwest-Ausrichtung. Also ich schätze mal hier irgendwie 20, 30 Grad. Und dann die Aufständerung, die ich verwenden würde, würde auch so um die 20 Grad liegen. Das heißt, ich liege hier in diesem schönen pinken Kreis drin. Super, also ich kann damit rechnen, dass mein Modul 100% ich kann Annika nicht mehr hören. Hat sonst noch jemand Probleme, mich zu verstehen? Nee, ich kann dich voll gut hören. Okay. Dann hoffe ich, dass sich das wieder löst. Vielleicht ist es nur ein Verbindungsproblem. Genau. Also wenn ihr da leider in einer Stadt wohnt, die kein Solardachkataster habt, dann könnt ihr mit so einem Diagramm hier zumindest selber ein bisschen schauen, wo kommt denn meine Anlage ungefähr raus, und natürlich immer darauf achten, einfach so wenig Schatten wie möglich. Wenn ein bisschen was draufkommt, das ist jetzt kein Killer, aber am besten natürlich volle Einstrahlung. Und wenn ich noch kurz ergänzen darf, was wir euch auf jeden Fall auch mit dem rechten Diagramm zeigen wollten, ist, dass selbst wenn ihr jetzt sagt, oh Scheiße, in meinem Haus oder der Balkon zeigt nach Westen oder zeigt nach Osten und das ist jetzt an sich nicht so ideal, lohnt sich das denn überhaupt noch, da ein Solarmodul aufzustellen, dann vergegenwärtigt euch, dann könnt ihr in dieses Diagramm hier reingehen und dann guckt ihr, okay, ich bin jetzt, mein Balkon soll komplett Richtung Westen zeigen. Und ich habe einen Aufständerungswinkel von 60 Grad beispielsweise. Und dann werdet ihr immer noch in diesem hellgrünen Bereich. Das bedeutet, ihr kriegt noch 80% der Nennenergieproduktion des Solarmoduls immer noch raus. Und das ist quasi immer noch, es lohnt sich für euch immer noch, dort ein Solarmodul aufzustellen. Also macht euch nicht zu viele Gedanken darum. Oh Gott, ich weiß nicht, wir haben kein das Haus wurde letztes Jahr erst gebaut, da gilt der Solardachkataster nicht und ich weiß nicht, ob da nicht vielleicht doch einen halben Zentimeter Schatten drauf scheint. Genau, macht euch nicht ganz so viele Gedanken darum, euer Modul wird immer noch genug Strom produzieren, damit ihr eine nennenswerte Ersparnis habt. Genau. Genau, guter Punkt, Jonas, danke. Nee, ihr seht ja auch die Skala da unten, die geht ja nicht bei Null los, sondern bei 65%, also selbst mit einem relativ schlechten Winkel hat man echt immer noch einen guten Ertrag. Genau, so viel zum Aufstellort. Dann gehe ich weiter.
Und wir sprechen kurz über das PV-Modul und den Wechselrichter. Hier gibt es natürlich Unterschiede in Qualität, Preis und Gewicht. Grundsätzlich gilt, ihr schaut nach Modulen, die eine Maximalleistung von 325 Watt Peak haben. Ich habe vorher gesagt, 600 Watt ist die Grenze. Achtung, hier ist der Unterschied. 600 Watt ist dann die tatsächliche Einspeiseleistung. Das ist die Peak-Leistung vom Modul. Und da ihr auch noch Verluste habt über den Wechselrichter und so weiter und so fort, können die Module insgesamt sozusagen ein bisschen höher angesetzt sein. Zum Beispiel dann 650 Watt Peak, die ihr insgesamt installiert habt. Wie gesagt, es gibt verschiedene Materialien und vor allem auch bei der Abdeckung. Einmal die Zellen an sich können monokristallin oder polykristallin sein, gibt dann manchmal einen kleinen Unterschied im Ertrag, aber eben auch im Preis. Die Standardabdeckungen sind aus Glas, das macht die Module relativ schwer, aber eben auch ein bisschen günstiger. Wenn ihr stattdessen eine PVC-Abdeckung haben wollt, dann spart es tatsächlich richtig viel Gewicht. Ist vor allem interessant für Überkopfinstallationen, aber die kosten tatsächlich auch gern mal das Doppelte. Also der Standard sind eigentlich diese glasabgedeckten Module. So ein Modul an sich kostet um die 200 Euro und der passende Wechselrichter dazu sind ca. 120 Euro, also ungefähr 320 bis 350 Euro. Sowas könnt ihr ungefähr pro Modul rechnen. Jetzt nochmal zum Wechselrichter. Also hier ist es ganz, ganz wichtig, dass der einen Netz- und Anlagenschutz hat. Das ist auch durch eine VDE-Norm so vorgeschrieben. Wird auch hier beim Netzbetreiber ganz stark eingefordert. Der Sinn dahinter ist einfach, dass bei einem Stromausfall das Modul sofort aufhören würde einzuspeisen. Das heißt, es würde dann auch quasi kein Strom mehr auf dem Stromkreis anliegen und die Schlaggefahr ist einfach verhindert. Also das ist wirklich ein Sicherheitsfaktor, der ziemlich sinnvoll ist. Deswegen, wenn ihr Module, wo auch immer ihr sie kauft, achtet darauf, dass der Wechselrichter, der oft mit dem Modul mitgeliefert wird, ihr könnt es auch einzeln kaufen, aber dass eben so ein NA-Schutz da integriert ist. In Oldenburg selber, Jonas hat es vorher schon mal kurz erwähnt, haben wir Wir lieben Solar. Die Jungs sind total fit. Die bieten das auch schon als Sets an, die ziemlich gut zusammenpassen. Also da müsst ihr euch dann um solche Themen gar keine Gedanken mehr machen. Das ist ganz nett, wenn man die da auch direkt abholen kann. Genau. So, jetzt kommt der bisschen haarigere Teil und das ist der Hausanschluss. Erster Punkt, der Zähler. Also grundsätzlich ist es möglich, einen Zähler mit Rücklaufsperre zu verwenden oder einen Zweirichtungszähler. Es gibt sogar ein paar rechtliche Einschätzungen, die sagen, die Einspeisungsmenge, was wir ja auch vorher gesehen haben, wäre so gering, dass wirklich, also selbst bei einem alten Zähler, der tatsächlich bei Einspeisung rückwärts drehen würde, wäre der Steuerbetrug sozusagen so gering, dass es wirklich vernachlässigbar wäre. Aber unsere Empfehlung trotzdem, verwendet mindestens einen Zähler mit Rücklaufsperre, dass ihr hier auf jeden Fall rechtlich nicht in ein Thema reinlaufen könnt. Bei unserem Netzbetreiber, bei der EWE Netz, ist es tatsächlich so, dass ein Zweirichtungszähler ganz klar gefordert wird, wenn ihr eine solche Anlage anschließen wollt. Und das heißt, dass unter Umständen so ein Zählerwechsel notwendig wird. Das kostet ca. 60 Euro. Das wird quasi beide Anmeldungen. Müsst ihr angeben, was für einen Zähler ihr verwendet. Wenn ihr einen alten Zähler drin habt, der eben nur in die Bezugsrichtung zählen kann oder beziehungsweise eben keine Rücklaufsperre hat und nicht in beide Richtungen zählen kann, dann müsst ihr den Zähler wechseln lassen auf solche neuen Smart Meter, die in beide Richtungen zählen können. Ja, und theoretisch auch auslesbar sind. Wie gesagt, das kostet um die 60 Euro, aber Achtung, hier ist noch meine Kostenfalle dabei, das leider ziemlich ärgerlich ist. Da es sich um eine Änderung eurer Elektroinstallation handelt, wird bei so einem Zählertausch, wo der Elektriker der EWE-Netz vorbeikommt, auch darauf hingewiesen, dass ihr eure Installation auf den neuesten Stand bringen müsst, solltet. Und zwar heißt es, ihr braucht einen Zählerschrank, der quasi eine richtige Verkleidung habt. Ihr braucht moderne Sicherungen, ihr braucht einen selektiven Leitungsschutz. Und da, wenn ihr das alles nicht habt, also noch eine alte Hauselektronik habt, kann das dann schnell mal zu hohen Kosten führen. Genau. Annika, also, darf ich da jetzt gleich mal eine Frage stellen? Ja, gerne. Weil das habe ich mit der EWE-Netz vor kurzem nämlich noch abgeklärt. Und zwar
ging es hier noch um Bestandsschutz. Das heißt, dass wenn ich jetzt eine Mini-PV-Anlage installieren lasse und habe noch den alten Drehzähler, dass wenn ich bekannt gebe, das ist ja bei der Anmeldung der Fall, da gebe ich das Foto mit rein und dann ist die EWE-Netz gehalten, als Netzstellenbetreiber ins Haus zu kommen und den Zähler umzuwechseln in diesen Smart Meter, dass ich dann eben so 60, 64 Euro kosten würde, aber ich bin nicht gehalten, einen neuen Zählerschrank zu machen. Das hätte ich dann erst, wenn ich im Prinzip die ganze Anlage ändern würde, wenn ich mir eine große Anlage aufs Dach setzen würde. Das ist also diese Information, die ich gerade von der Netz bekommen habe. Das hatte ich mit Sönke Burkhardt auch besprochen und der meinte, ja, diese Information hätte er wohl auch bekommen. Also deshalb bin ich jetzt etwas verwirrt, weil der Zählerschrank, ich hatte eigentlich gedacht, mir eine große PV-Anlage aufs Dach setzen zu lassen. Da haben sie gesagt, 3.000 Euro wird der neue Zählerkasten kosten, weil sie den ganzen Anschluss verlegen müssen. Und da habe ich dann auch gedacht, bei den hohen Fixkosten lohnt sich das überhaupt nicht. Ja. Dann rentiert sich eben so eine kleine PV-Anlage, weil da dieser Zählerschrank-Austausch nicht erfolgen muss. Ja, also wir müssen ganz ehrlich sagen, das ist im Moment auch noch so ein bisschen Bereich, wo noch eine Unsicherheit besteht. Also wir hatten Fälle, wo dann mit der Installation so einer PV- oder steckerfertigen kleinen Balkonanlage solche Sachen gefordert wurden. Ja. Wir wollen jetzt hier auf jeden Fall im Workshop darauf hinweisen, dass das passieren kann. Wir hoffen auch, dass es da jetzt in den nächsten Monaten hoffentlich eine Klarheit gibt, hoffentlich auch eine Zusage von der EWE-Netz, dass eben bei so einer kleinen Änderung der Installation das nicht notwendig ist. Zum jetzigen Zeitpunkt können wir aber nicht sicher sagen, dass sowas nicht gefordert wird. Weiß nicht, Jonas, vielleicht kannst du hier noch was ergänzen. Kann ich vielleicht noch ganz kurz etwas dazu sagen? Also ab 1.6. ging es wohl diese neue Regelung, dass es nicht mehr erforderlich wäre, weil die EWE war ja im Prinzip immer noch so eine von diesen 14, 15 Anbietern, die sich da so ein bisschen quergelegt haben, dass die wohl auch zum 1.6. das ganze Anmeldeverfahren, sage ich mal, nivelliert haben. Und in dem Zusammenhang geht es wohl auch darum, es ist keine neue Anlage, es ist Bestandsschutz. Das heißt also, es wird der Zähler ausgetauscht und dann ist das in Ordnung. Das sei aber auch erst relativ neu. So wie gesagt, Auskunft Netz. Und das haben Sie schwarz auf weiß von der EWE-Netz erhalten? Nein, schwarz auf weiß nicht. Ich habe mit zwei Technikern im Backoffice gesprochen, weil offensichtlich vorne an der Front wussten sie da nicht rüber Bescheid. Und die haben mir diese Auskunft gegeben. Ich finde es das super, dass Sie... Das ist auch im Anmeldeverfahren. Das Anmeldeverfahren hat sich auch geändert. Ich brauche da keine Handwerker jetzt mehr anzugeben. Ich übernehme jetzt selbst die Verantwortung für die elektrische Installation, in Anführungsstrichen. Ich finde es super, dass Sie das hier einbringen. Ich hatte nämlich, es scheint noch nicht bei allen Menschen bei der EWE-Netz angekommen zu sein, diese Info. Ich hatte vor 2 Tagen gerade ein Gespräch mit einem Elektriker, der mir erzählt hat, dass die EWE-Netz teilweise doch auf Zählerschränke und Einhaltung der TAB, der technischen Anschlussbedingungen drängt, aber 1-2 Ausnahmen macht, also nicht mehr alles fordert, sondern nur teilweise die neuesten Sachen. Aber deswegen finde ich den Einwand gerade total wertvoll, auch für uns. Das war uns jetzt noch nicht so bekannt. Gut. Und zur diese Neuerung der EWE-Netz und diese Vereinfachung der Anmeldung, da sagen wir gleich auch noch mal was zu. Die gilt nämlich seit Anfang Mai. Es war heute, glaube ich, etwas in der NWZ darüber. Wow, okay. Okay. Gut, dass wir so gut informierte Menschen hier im Webinar. Perfekt, da lernen wir heute auch noch was. Ja, also mit der THB-Einhaltung, wahrscheinlich ist da, also es könnte auch sein, dass noch die Einigkeit innerhalb der EWE-Netz da noch nicht ganz gegeben ist. Also wie gesagt, wir werden da auch mit unterschiedlichen Informationen dann teilweise konfrontiert und müssen das jetzt einfach ganz genau beobachten, wie es weitergeht. Und hoffentlich kommt da dann auch volle Klarheit rein. Wie gesagt, bei der Anmeldung gab es jetzt schon Vereinfachungen. Da wird Jonas später drauf eingehen. Das ist auf jeden Fall schon eine super Entwicklung. Genau, zum zweiten Punkt, die Sicherungseinrichtung. Also hier auch bei der EWE-Netz, nach THB sind eine moderne Sicherungseinrichtung ist auf jeden Fall empfohlen.
Grundsätzlich ist es auch möglich, mit einer Schraubsicherung so eine Balkon-PV-Anlage zu installieren. Hier würden wir aber auch empfehlen, das Ganze dann durch einen Elektriker auch wirklich prüfen zu lassen, ob das sicher ist. Die DGS, also die Deutsche Gesellschaft Solar, empfiehlt in dem Fall einen Wechsel auf die nächst kleinere Schraubsicherung, um das genügend abzusichern. So, dann zweites Thema beim Hausanschluss, tatsächlich die Verbindung dann. Also einmal kann man einen Festanschluss realisieren, das heißt direkt mit dem Sicherungskasten wird verbunden, ohne irgendeine lösbare Steckeinrichtung. Das ist eigentlich auch ganz vorteilhaft, denn im anderen Fall wird hier durch die EWI-Netz die Verwendung einer Energiesteckdose verwendet. Ich habe hier rechts mal so ein Bild hin, der ein oder andere hat es vielleicht schon mal gesehen. Hier gibt es zum Beispiel von Wieland diese Modelle. Der Clou daran ist einfach, dass man die Pole nicht berühren kann. Hintergrund ist, dass theoretisch beim Rausziehen des Steckers für sehr, sehr kurze Zeit, also es sind 0,2 Sekunden oder sowas, liegt noch Strom an, wenn Sie dieses PV-Modul quasi aus der Steckdose vom Kreis lösen würden. Und es besteht eben für einen kurzen Moment 0,02 Sekunden, schreibt Sebastian. Okay, also es ist wirklich sehr, sehr kurz. Trotzdem ist durch die VDE, also den Verein Deutscher Elektriker, ist dieses als ganz klare Empfehlung rausgegeben worden, weil eben eine kurze Zeit eine Schlaggefahr besteht. Knackpunkt bei diesen Steckdosen ist, die müssen durch einen Elektriker installiert werden. Das heißt, es kommen einmal Materialkosten von 50 Euro dazu und eigentlich sollte ich das eben dann auch durch einen Elektriker, durch eine Fachkraft installieren lassen. Nach der Deutschen Gesellschaft Solar dürfen auch normale oder sind normale Schuko-Steckdosen empfohlen, weil, wie gesagt, die Zeit sehr, sehr kurz ist, dass da tatsächlich ein Schlag ist. Also muss ich schon extrem viel Pech haben, dass das passiert. Aber eben der Hinweis hier bei der EWE-Netz, die richten sich auch ganz klar nach dem VDE. Ganz klar aber niemals in eine Mehrfachsteckdose einstecken. Also hier ist wirklich eine akute Brandgefahr dann, das ist unter keinen Umständen, also auch bei der Verwendung von Schuko-Steckern, nicht in die Mehrfachsteckdose stecken, das ist ganz wichtig. Das ist vielleicht gerade, wenn man denkt, ah, ich habe jetzt hier noch eine Steckdose frei, ich würde gerne ein Balkon-PV-Modul verwenden, ich mache einen Mehrfachstecker rein. Nee, besser nicht. Also da muss dann die Steckdose wirklich alleinig dafür verwendet werden. Ansonsten. Da noch mal eine Frage zu stellen zu dem Festanschluss. Hätte ich hier die Möglichkeit direkt an eine, wenn ich eine Verteilerdose habe, da sind noch, sage ich mal, auf den Anschlüssen noch Stecker frei, dass ich da im Prinzip meine drei Kabel reinstecke und dann ist das in Ordnung. Das ist dann in Ordnung, ja. Klingt gut. Okay, danke. Dann also sparen Sie sich eben diese Energiesteckdose. Das genau, ist, ja. Das ist dann der Vorteil. Ja, genau. Für den Außenbereich ansonsten noch zu beachten, ein wetterfestes Kabel zu nehmen, das heißt UV-geschützt, wasserfest, gegebenenfalls kann man das auch noch durch so eine Kabelröhre schützen, einfach darauf aufpassen, dass das nicht beschädigt werden kann. Kommt gerade noch eine Frage im Chat, muss bei dem Wechsel auf eine Energiesteckdose der Vermieter informiert werden? Jonas, weißt du da was dazu? Genau, also generell ist es bei Photovoltaik, diesen Balkon-PV-Modulen, wenn Sie Mieter sind, sollten Sie, müssen Sie Ihren Vermieter darüber informieren, dass Sie da einen Anschluss vornehmen oder dieses Balkon-PV-Modul anschließen möchten. Da kommen Sie also sowieso gar nicht drum rum, Ihren Vermieter darüber zu informieren und dass er Ihnen dazu eine Zustimmung gibt. Da komme ich gleich auch nochmal drauf zu, denn das fordert die Stadt Oldenburg auch, wenn sie diese Förderung von 300 Euro erhalten wollen. Okay. So, dann noch zum letzten Zubehörteil, zur Aufstellung. Also hier gibt es verschiedenste Systeme. Grundsätzlich muss einfach
es muss sicher sein. Also egal, was Sie verwenden, egal, wo Sie das Modul errichten, egal, ob es auf dem Boden ist, das sind hier solche Aufständerungen, oder ob es sich auf eine, um eine Befestigung am Balkon handelt. Sie müssen einfach dafür sorgen, dass das Modul nicht wegfliegen kann. Also die Gefahr ist hier wirklich Windlast einfach. Stellen Sie sich vor, das Modul fällt runter, fällt entweder auf das Auto vom Nachbarn oder noch schlimmer, trifft eine Person, die unten steht. Je nach System kosten solche Aufständerungen 50 bis 70 Euro pro Modul. Und eben gerade bei den Bodenständern, die wir jetzt öfters verwendet haben, muss man dann eben schauen, dass man hier ordentlich mit Steinen ballastiert. Also so kann das zum Beispiel aussehen. So, und jetzt würde ich auch an Jonas übergeben. Jetzt kommt nämlich der Papierkramteil. Meine Spezialität. Das weiß ich schon. Jetzt solltest du wieder in der Steuerung sein. Genau, wenn Sie nach allen Regeln der Kunst eine Balkon-PV-Anlage anschließen möchten, inklusive Förderung der Stadt Oldenburg und dass Ihr Netzbetreiber auch zufrieden ist, sollten Sie die Anlage auch bei den Netzbetreiber anmelden. Das wird so von der EW Netz gefordert und von der Stadt Oldenburg. Das wäre der erste Schritt. Es gibt dafür bis letzten Monat, Anfang Mai, war das ein absoluter Krampf, hier richtig seine Daten einzugeben für steckerfertige Solarmodule. Da musste man die Steuernummer noch mit angeben und am besten noch einen Flurstücksplan, eine technische Zeichnung von seinem Flurstücksplan und so weiter. Also die haben wirklich diese Balkon-PV-Anlagen fast wie eine Freiflächenanlage von mehreren tausend Modulen gehandhabt, und das war wirklich sehr schwierig. Man konnte die Sachen einfach nicht richtig dort eingeben. Mittlerweile ist es ein bisschen einfacher. Wir können da auch gerne eine Handreichung anbieten. Also wir arbeiten gerade an einem kleinen Dokument, was Ihnen dabei hilft, diese vereinfachte Anmeldung für steckerfertige Solarmodule bei der EW Netz anzumelden. Es ist nämlich immer noch nicht so hundertprozentig einfach. Es gibt dort Netzbetreiber in Deutschland, die es wesentlich einfacher machen, indem sie einfach nur eine DIN A4-Seite auszufüllen brauchen. Also Name, Adresse, steckerfertige Solaranlage mit der Leistung, zwei Module, und das schicken sie an ihren Netzbetreiber und sie dürfen die Anlage in Betrieb nehmen. So einfach geht das hier bei uns in Oldenburg und allen EW-Netzgebieten leider noch nicht. Was brauchen Sie aber trotzdem für die Anmeldung? Sie brauchen ein Foto von Ihrem Zähler, falls es noch kein Zweirichtungszähler sein sollte. Sie müssen den aktuellen Zählerstand angeben. Angaben von Photovoltaikmodul und Wechselrichter. Hier ist besonders wichtig, dass Sie eben beweisen können, dass Ihr Wechselrichter geeignet ist für Balkonphotovoltaik, eben dass er dieses VDE 4105 Zertifikat hat, also dass er einen Netz- und Anlagenschutz beinhaltet. Sie können eine kleine Rechnung angeben zur voraussichtlichen Erzeugungsmenge. Da gibt es so eine Daumenregel, das würden wir Ihnen dann in diesem Dokument einfach mitgeben, in dieser Ausfüllhilfe. Und wenn Sie sich angemeldet haben, das funktioniert relativ einfach über das Internet, über die Internetseite des EW-Netz, kriegen Sie sofort 5 Minuten später ein Inbetriebnahmeprotokoll der EW-Netz zugeschickt, und dieses dürfen Sie auch selbst einfach eintragen. Das Datum musste das durch einen Elektriker im Beisein des Bezirksmeisters der EW-Netz unterschrieben werden und so. Das ist jetzt etwas einfacher geworden. Voraussetzung hierbei für die EW-Netz ist jedoch, dass diese Einspeisesteckdose schon vorher installiert wurde. Ne? Also diese zum Beispiel eine WLAN-Steckdose. Die zweite Anmeldung, die es gibt, ist bei der Bundesnetzagentur.
die dort in deren Marktstammdatenregister, dort sind alle erneuerbare Energieanlagen oder alle Erzeugungsanlagen im deutschen Netzen eingetragen und denen war es nicht zu schade, ihre Datenbank auch mit den kleinsten Anlagen Deutschlands von zwei Modulgröße hier noch mit drin zu haben. Die wollen alles wissen. Das ist auch ein bisschen interessant, allerdings auch ein bisschen aufwendig. Die Anmeldung hier ist aber definitiv einfacher als bei unserem lieben Netzbetreiber. Und die große Neuerung in Oldenburg ist, dass die Stadt Oldenburg bislang hat sie nur ganz normale größere Photovoltaikanlagen gefördert mit dem Förderprogramm für Photovoltaik. Das haben sie jetzt im April ausgeweitet, sodass auch Balkon-Photovoltaikanlagen gefördert werden, nach dem Vorbild von Städten wie Freiburg oder Braunschweig oder im ganzen Land Schleswig-Holstein wurden die Anlagen auch schon gefördert. Dort gibt es allerdings einige Voraussetzungen zu beachten. Sie erhalten 300 Euro von der Stadt. Der Sachbearbeiter der Stadt hat mich darauf hingewiesen, dass ich hier betonen soll, dass es wirklich eine einfache und schnelle, unkomplizierte Anmeldung ist bei der Stadt Oldenburg. Und falls Sie Fragen haben, können Sie unter der Webseite des Förderprogramms den Kollegen sofort anfragen, ob sie hier in den Genuss der Förderung kommen können. Genau, also zögern Sie nicht, dort anzurufen. Sie brauchen allerdings für das Förderprogramm die Anmeldung beim Netzbetreiber, bei der EW Netz oder es gibt auch in Oldenburg andere Netzbetreiber tatsächlich. Und also de facto die Genehmigung, also die E-Mail von der EW Netz, die Sie zurückerhalten, wenn Sie im Internet die Anmeldung ausgefüllt haben. Die Stadt Oldenburg schreibt auch eine Einspeisesteckdose oder einen Festanschluss vor. Das heißt, wenn Sie das in Ihre ganz normale Steckdose zu Hause stecken, würde die Stadt Oldenburg leider Ihnen das Geld nicht geben. Sie brauchen eben diesen Modulwechselrichter, von dem wir gesprochen haben, und Sie brauchen die Einverständniserklärung des Gebäudeeigentümers. Also hier wird es wichtig, dass der Vermieter Ihnen kurz in der E-Mail bestätigt, dass er damit einverstanden ist, dass Sie da ein Balkon-PV-Modul installieren. Ansonsten ist die Stadt da, also die Stadt beharrt auf diese Einverständniserklärung. Dann kriegen Sie eine kurze Antwort von der Stadt. Wie gesagt, diese Anmeldung findet auch im Internet statt. Dort können Sie einen Rechtsbehilfsverzicht unterschreiben. Und wenn Sie das unterschrieben, das bedeutet, dass Sie, wenn Sie die Förderung der Stadt Oldenburg erhalten, diese 300 Euro, dass Sie nicht gegen die Stadt klagen wollen. Dazu haben Sie nämlich normalerweise das Recht. Also wenn Sie das unterschrieben haben, zurück an die Stadt geschickt haben, kriegen Sie sofort die Förderzusage der Stadt von 300 Euro. Was bloß wichtig ist, dass Ihre Anlage zu dem Zeitpunkt noch nicht in Betrieb genommen wurde. Das können Sie überprüfen, indem Sie sich die Daten aus dem Marktstammdatenregister angucken. Jonas, darf ich vielleicht ganz kurz dazu etwas sagen? Ja, gerne. Die Anmeldung bei der Stadt, die Zusage für die Förderung, das lässt sich im Prinzip schon machen, ohne dass die Anlage schon da ist. Also ich habe das auch schon vor Wochen gemacht. Im Prinzip nur, also ich habe mit Wir lieben Solar kontaktiert, da habe ich auf der Seite von Wir lieben Solar alle möglichen Informationen zu dem Wechselrichter, zu der Anlage an sich. Diese PDF-Dateien brauche ich im Prinzip und dann kann ich auf die Seite der Stadt gehen. Mhm. Der Tarek möchte eigentlich nur irgendwelche Informationen haben. Was weiß ich, Installation 1000 Euro oder ähnliches, der Modulwechselrichter und. Und dann gibt es innerhalb von ganz wenigen Tagen schon mal die Zusage, dass gefördert wird. Und dann kann ich ja im Prinzip danach innerhalb von 4 Wochen dann erst konkret ausführen. Aber die Zusage hat man dann schon mal, weil wenn ich erst die ganzen Informationen über Netzbetreiber und ähnliches laufen lasse, also die Anmeldung, das kann ich auch alles erst viel später machen. Das Problem ist, dass bei der Stadt Oldenburg, ich glaube auch, dass Sie das nicht so eng sehen bei der Stadt, definitiv. Es
Aber letztendlich muss man, wenn man die Anmeldung über das Internet macht, muss man diese Anmeldung beim Netzbetreiber hochladen und die brauche ich nicht. Also wenn ich die Erklärung des Vermieters. Also ich kriege erstmal die Förderzusage. Und wenn ich dann konkret das Geld haben will, also wenn dann nach der Ausführung, dann muss ich beim Netzbetreiber angemeldet sein. Aber ich kann ja im Vorfeld schon mal den Antrag stellen. Dann kriege ich die Zusage. Genau, ja. Und was die Umsetzung betrifft, das zieht sich ja alles noch ein bisschen hin. Also wenn ich das Geld relativ schnell haben will, sollte ich mir die Förderbescheinigung jetzt schon mal holen. Die gibt es eigentlich seit 26.04. ist ja der Fall, gibt es relativ schnell. Also das läuft innerhalb von einer Woche. Ja, super. Danke für den Hinweis. Es gibt eben auch die Möglichkeit, bei der Anmeldung des Netzbetreibers zu sagen, ich plane die Anlage dann Betrieb zu nehmen, also meinetwegen nächsten Monat. Bei der Marktstandardregister können Sie auch sagen, ich plane das nächsten Monat in Betrieb zu nehmen. Das schicken Sie dann alles an die Stadt. Der Stadt ist bloß wichtig, dass Sie, wenn Sie letztes Jahr Ihre Anlage in Betrieb genommen haben, dass diese dann eben nicht mehr gefördert werden, ne? Also nicht beliebig weit in die Vergangenheit zurück. Genau, es geht also um aktuelle Anlagen, die jetzt gerade ans Netz gehen wollen. So. Genau. Ich hoffe, wir haben Sie jetzt nicht restlos verwirrt. Und ich wollte noch mal als kleines, so on top, wollte ich Ihnen noch mal eine kleine Auswertung des Marktstammdatenregisters für Oldenburg zeigen. So würde das aussehen. Hier würde dann vielleicht Ihre Anlage irgendwann zu finden sein, wenn Sie das über die Bundesnetzagentur anmelden. Sie können sich einen netten Anzeigenamen für Ihre Anlage aussuchen. Meine damalige Anlage ist die Balkon-PV-Anlage 260 Watt Peak. Ich bin da nicht so kreativ geworden. Sie können sich vielleicht was anderes. Die ist am 25. Januar 2020 in Betrieb gegangen und hatte eine Südwestausrichtung. Solche Daten können Sie dann dort eintragen. Es gibt gerade in Oldenburg 23 angemeldete Solaranlagen. Und da bin ich ein bisschen stutzig geworden, denn bei der Oligeno haben wir insgesamt schon diese Anzahl an Anlagen in Betrieb genommen. Also sind wohl noch einige Anlagen noch nicht angemeldet. Diese Möglichkeit besteht natürlich immer noch. Genau, und was ich auch nochmal interessant fand, hier rechts können Sie den Netzbetreiber sehen. Wer ist der Netzbetreiber? Es gibt in Oldenburg auch einige andere Netzbetreiber, zum Beispiel GTEC Net ETA GmbH. Wenn Sie zum Beispiel in einem Arealnetz wie auf der Donnerschwer Kaserne wohnen, gibt es einen anderen Netzbetreiber. Und der ist der einzige Netzbetreiber, der die Anlage schon geprüft hat und abgenommen hat im Marktstammdatenregister. Alle Anlagen der EW Netz stehen hier seit Jahren in der Prüfung. Das zeigt vielleicht auch, dass Sie mit dieser ganzen Bürokratie um kleine Balkon-PV-Anlagen sich selbst etwas zu viel vorgenommen haben. Genau. Das ist auf jeden Fall ganz interessant zu sehen. So, das waren jetzt viele Infos. Wie komme ich konkret an meine Anlage? Es haben sich einige Fragen gesammelt. Wollen wir hier vielleicht erstmal da so ein paar Sachen drauf eingehen? Ja, gerne. Okay, genau. Also, wir haben in zwei verschiedenen Konstellationen die Frage, wie ist es quasi mit mehreren Balkon-PV-Anlagen auf einem Grundstück letztlich. Das ist einmal von Lutz die Frage, wie ist das im Kleingarten? Das ist quasi ein Zähler und die Kleingartenverein betreibt Unterzähler. Das ist die eine Frage. Und von Jörg ein bisschen eine ähnlich gelagerte Frage, kann ich auch zwei Anlagen parallel betreiben? Würde ich gerne zuerst mal reingeben. Also es ist so, dass Sie, eigentlich ist es so, pro Zähler darf man eine Balkon-PV-Anlage betreiben. Rein technisch ist es natürlich so, dass man pro Sicherung oder pro separaten Stromkreis in Ihrem Haus eine PV-Anlage betreiben könnten, aus elektrotechnischer Sicht, aber mehr als 600, jetzt komme ich über ins Straucheln. Also es ist auf jeden Fall nicht die Standardanwendung für Balkon-PV.
um es kurz zu machen. Also ich müsste mich da, glaube ich, nochmal informieren. Vielleicht weiß es jemand anders hier aus der Reihe der Menschen, gegebenenfalls die drin sind. Gerade bei dem Kleingartenverein wäre das ja vielleicht sonst auch, schreiben Sie nochmal an solar@olegeno.de. Und ja, vielleicht hebt man das quasi auf eine organisiertere Ebene und versucht das tatsächlich auch quasi von Seiten des Kleingartenvereins gleich mitzulösen. Manchmal muss man sich die Bretter erst bohren. Also meine Information bezüglich mehrerer Anlagen auf einem Grundstück, Jonas, da hattest du vollkommen recht. Das heißt also, pro Zähler darfst du nur maximal 600 Watt einspeisen. Das ist also hier in Oldenburg unabhängig von der Anzahl der Stromkreise, die man im Hause hat. Ja. Weil sonst besteht die Gefahr, dass du zu viel produzierst, zu viel einspeist, und das gefällt der EWE ja nicht. Also wie gesagt, 600 geht man davon aus, das ist also die Last mit den Standby-Geräten. Und deshalb eine ist kein Problem. Kleingartenverein weiß ich auch nicht. Deswegen ganz ähnlich würde ich jetzt quasi auch die Frage von Jörg beantworten mit zwei Anlagen parallel. Also wenn es jetzt nicht nur darum ging, quasi ob man zwei Module anschließen kann, natürlich, also so eine 600-Watt-Anlage hat natürlich keine Module, aber da würde ich tatsächlich auch sagen, dass es im Zweifelsfall der gleiche Stromkreis ist. Segelt es zumindest nicht unter dem offiziell sanktionierten Begriff. Ist ja dann wirklich auch die Frage, ob man überhaupt in der Lage ist, so viel Strom auf einer konstanten Last sozusagen zu verbrauchen, weil ansonsten würde man ja ohne Vergütung einspeisen und es lohnt sich dann tatsächlich auch nicht mehr. Also ich gehe auch davon aus, dass es sowieso nicht möglich ist, mehrere Anlagen parallel zu betreiben, aber ja, es würde aufgrund der fehlenden Einspeisevergütung auch gar keinen Sinn machen. Dann haben wir noch weitere Fragen. Einmal von Tobias war noch die Frage nach den Kosten von Zählertausch und den Kosten der Steckdose. Ich denke, das ist eigentlich erstmal beantwortet worden, sonst kannst du nachher auf der Totspur nochmal fragen. Und von Guido und Sophie gab es die Frage, gibt es diese Dinger nicht auch mit Speicher? Und macht das Sinn oder ist das sinnvoll? Genau. Also der Charme der Balkon-PV-Anlage ist, dass das ein total unkomplizierter Aufbau im Grunde ist und dass ihr nur den Strom, den ihr jetzt gerade, also diese Dauergeräte wie euren Kühlschrank und euren Router, wie ihr das in unserer Studenten-WG gesehen habt, dass dieser Strom quasi genutzt wird. Der ganze Invest der Anlage ist vielleicht, wenn ihr eine große Anlage nehmt, zwischen 600 und 800 Euro. Bei diesen kleineren Anlagen liegt ihr bei 400 Euro. Und wenn ihr da jetzt noch einen Speicher für haben wollt, dann zahlt ihr da gerne nochmal 1.000 Euro drauf. Und dafür ist das im Grunde eigentlich nicht gedacht. Wenn ihr es einfach halten wollt, einfach ein Modul, zwei Modulanlagen und die schließt ihr einfach an und müsst keine EG, ihr erhaltet keine EG-Vergütung, ihr müsst es nicht so kompliziert anmelden, wie es bei größeren Anlagen der Fall ist. Und ihr könnt das Ganze auch genau relativ unkompliziert regeln. Das ist der Charme. Deswegen von diesen ganzen Speicherüberlegungen. Im Prinzip macht es Sinn, aber ökonomisch würde ich eher davon abraten. So ist das Ganze nicht gedacht. Ja. Dann gab es auch noch die vielleicht etwas komplexere Frage von Lena, die sich fragt, muss ich in einem Mehrparteienhaus im Rahmen einer Wohneigentümergemeinschaft, muss ich das quasi erst mit der Wohneigentümergemeinschaft klären? Oder ist das einfach nur quasi Teil meiner Wohnungseinrichtung? Genau, es ist, glaube ich, häufig bei diesen größeren Häusern so, dass oder wenn sie zur Miete wohnen, dass Eingriffe in das Äußere des Gebäudes absprachewürdig sind, dann müssten sie vielleicht das nochmal in ihrem Mietvertrag sich angucken. Ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass es das eher kompliziert ist. Aber gegebenenfalls sind ja vielleicht auch andere Mitbewohnerinnen dankbar, wenn Sie das Thema mal ansprechen. Da sind die Allianzen teilweise größer, als man zuerst denkt. Und gerade für Mieterinnen und Mieter in größeren Gebäuden ist natürlich auch das Thema Mieterstrom. Vielleicht ist es ja auch spannend für Sie als Wohneigentümergemeinschaft, tatsächlich zusammen mit einer Genossenschaft eine große Anlage auf dem Dach.
Vielleicht darf ich noch einen Hinweis in diesem Zusammenhang geben, und zwar das neue Wohnungseigentümergesetz ist ja nun auch geändert worden, dass ich hier auch jetzt die Möglichkeit habe, als Eigentümer in einem Riesenkomplex den Antrag zu stellen, dass ich erst eine Mini-PV-Anlage haben möchte. Dann können die anderen Eigentümer nichts dazu sagen, wie das bei den Vermietern ist, weiß ich nicht. Aber ich habe dann die Möglichkeit, auf eigene Kosten die Änderungen am Haus vorzunehmen, die mir dann eben lieb sind. Wenn ich zum Beispiel eine Wallbox oder sowas dann haben möchte oder ähnliches, kann ich das alles machen. Aber hiermit geht es ja um die Mini-PV-Anlage. Die kann ich mir dann aufs Dach setzen, aber auf meine eigenen Kosten. Okay, cool. Ja, danke für Ihren Hinweis. Jetzt habe ich noch eine einzige Frage und dann können wir weitermachen. Und zwar nochmal Tobias. Fragt, er wohnt in einem Haus mit Denkmalschutz. Also laut Solarkataster ist da Denkmalschutz drauf. Wie sieht das denn da aus? Ich glaube, dass sich bei einer Balkon-PV-Anlage um eine mobile Einrichtung handelt, können Sie das dort ohne Bedenken anschließen. Vielleicht, ich könnte noch ergänzen, vielleicht schreiben Sie da nochmal an solar.odegeno.de. Wir hatten gerade im Mitgliederkreis eine Person, die ein denkmalschutzgeschütztes Gebäude bewohnt und an relativ nicht sichtbarer Stelle trotzdem eine Balkon-PV-Anlage errichtet hat. Vielleicht schreiben Sie uns nochmal, dann können wir da den Kontakt einstellen. So, das waren jetzt erstmal die heißen Fragen, die ich notiert habe. Gleich, Sie haben sich aber gleich die schlimmsten Grauzonen hier ausgesucht. Gut, dann gehe ich mal weiter. Noch einmal eine kurze Zusammenfassung, wie Sie an Ihre Anlage kommen können. So, Sie sollten einmal die Voraussetzungen der PV-Anlage überprüfen. Das heißt, haben Sie den richtigen Stromzähler installiert schon? Also mindestens einen Zähler mit Rücklaufsperre, im EW-Netzgebiet einen Zähler also am besten einen Zwei-Richtungszähler. Dann haben Sie von der rechtlichen Seite hier aus wirklich keine Probleme mehr. Und haben Sie die richtigen Sicherungseinrichtungen, das heißt normale Sicherungen, die Sie so runter- und hochklappen können. Sobald Sie etwas ältere Sicherungen haben, zum Beispiel Schraubsicherungen, dann wird es wieder komplizierter, schalten Sie dann unbedingt einen Elektriker ein. Dann können Sie im Prinzip sich an die Materialbeschaffung machen, Ihre Anlage planen, das Modul soweit aufbauen. Wenn Sie den Anschluss machen wollen, können Sie ja den Elektriker hinzuziehen, also der Ihnen die Elektrik vorbereitet, zum Beispiel mit einer WLAN-Steckdose oder eben über einen Festanschluss. Dafür sollten Sie den Elektriker nutzen. Dann können Sie Ihre Modul im Modul bei dem Netzbetreiber anmelden. Dort können Sie dann auch den Zählerwechsel, falls Sie noch einen alten Zähler haben, beantragen. Dann können Sie im Marktstammdatenregister die Anmeldung durchführen mit einem geplanten Inbetriebnahmedatum. Zum Beispiel in 2 Wochen würde ich die Anlage gerne in Betrieb nehmen. Dann holen Sie sich von der Stadt Oldenburg die Förderung, wie ich es vorhin erklärt habe. Dann können Sie die Inbetriebnahme Ihre Anlage durchführen und das Inbetriebnahmeprotokoll an die EW-Netz schicken. Und dann haben Sie es. Dann haben Sie wirklich eine mit allen Wassern gewaschene Balkonphotovoltaikanlage errichtet. So könnte das zum Beispiel aussehen, unsere Foto-Love-Story. Hier war ein nackter Garten in der Donnerschwerer Kaserne, der unbedingt mit Solar ausgestattet wurde. Da ging es einmal, haben wir diese kleinen Bohrungen gemacht, haben versucht, das Ständerwerk der Balkon-PV-Module vernünftig zu installieren. Hat nicht, auf Anhieb nicht ganz geklappt, aber da lernt man auch dazu. Module aufgestellt, ein Kabel ordnungsgemäß verbuddelt und dann haben wir die Elektrik über einen Festanschluss gemacht, hier in diesem Schaltkasten. Das graue Ding hier ist der Wechselrichter.
diese Anlage ist, diese kleine Steckdose hier ist eine Fritz-Deckt-Anlage, also eine smarte Steckdose, die euch, die es euch ermöglicht, also eure Balkon-PV-Anlage zu monitoren. Also die zeigt euch an, wann ihr wie viel Strom produziert habt. Das ist super praktisch, kann ich sehr empfehlen. Und hier hat mein Kollege sogar darauf bestanden, eine WLAN-Steckdose an seinem Haus zu installieren. Und zwei glückliche Menschen, die eine Balkon-PV-Anlage installiert haben. Und jetzt kommt noch das Rendite-Beispiel. Annika, bin ich immer noch dran mit reden oder warst du dran? Du redest noch? Bist doch gemutet. Oh, sorry. Ich habe gemeint, du darfst gerne, außer du bist müde, dann legst du den Arm und ich übernehme. Dann mach du mal lieber. Ich soll mal lieber, alles klar, gerne. Ja, also hier einmal das Renditebeispiel, wie das so kostentechnisch aussehen könnte. Ihr holt euch zwei PV-Module mit 325 Watt Peak und entsprechendes Zubehör, da landet ihr ungefähr bei 800 Euro. Gegebenenfalls müsst ihr euch noch einen Elektriker bestellen für den Anschluss. Das sind nochmal 100 Euro dazu. Das heißt, wir sind bei 900 Euro Kosten, können die dann aber dank der Förderung reduzieren, nochmal um 300 Euro. Ihr habt einen Jahresertrag von ca. 450 Kilowattstunden mit dieser Anlage. Und aktuell liegen wir bei einem Strompreis von ja, ca. 30 Cent pro Kilowattstunde. Das Renditebeispiel nimmt jetzt auch konstant diesen Preis an. Theoretisch könnte man natürlich davon ausgehen, dass der sogar noch weiter steigt in den nächsten Jahren. Jonas, jetzt müsstest du einmal weiterschalten, weil ich habe die Steuerung nicht. Dankeschön. Der Gesamtinvest würde dann bei 600 Euro liegen, also minus die Förderung, die wir in Anspruch genommen haben. Wir vermeiden ungefähr 135 Euro pro Jahr an Stromkosten mit diesen 30 Cent, die wir angenommen hatten. Und insgesamt haben wir da eine Rendite von 350%, also mehr als dreimal den Preis von dem Invest bekommen wir da wieder raus. Über eine Laufzeit von 20 Jahren sind jetzt hier angenommen. Das sind pro Jahr 17,5% Rendite. Also wirklich, es lohnt sich eigentlich nur. Also man kann damit jede Menge sparen und schon nach 4 Jahren habt ihr die Anlage wieder abbezahlt. Und leben tun die an sich ewig. Also wir haben jetzt hier mit 20 Jahren gerechnet. Theoretisch ja, fürs Eigenheim natürlich besonders interessant. Die haben auch noch eine deutlich längere Laufzeit. Also es gibt natürlich eine kleine mir fällt das Wort gerade nicht ein. Die Anlage wird ein bisschen schlechter über die Zeit. Also sie wird wenige Prozent an Leistung verlieren. Aber sie wird auch nach 20 Jahren immer noch eine gute Stromersparnis bringen. Und darf ich dazu gerade noch was ergänzen, Annika? Ja, gerne. Also ich komme ja aus dem Bereich und ich kann sagen, das Einzige, was sozusagen irgendwann mal ausfallen könnte, weil es einer gewissen Belastung auch und einem Verschleiß und dann nicht dieser kleine Wechselrichter, aber der lässt sich dann auch ohne Probleme austauschen. Was die Haltbarkeit der Module betrifft, da ist wirklich so gut wie keine physikalische Abnutzung. Ja, super. Danke für deinen Hinweis. Also wie gesagt, der Wechselrichter, das wären ja dann 120 Euro ungefähr, wie wir vorher gesehen haben. Das heißt, wäre dann ein Jahr sozusagen, was ihr da vielleicht dann an Einsparungen verlieren würdet, aber trotzdem würde sich deswegen immer noch auf jeden Fall super lohnen. Genau, Einsparung CO2 natürlich auch von der Umweltseite her, also 450 Kilo pro Jahr, das ist schon nicht schlecht auf jeden Fall. Genau. Ja, Renditekiller muss man natürlich sagen, sollte es bei euch irgendwie relevant werden, dass ihr diese THB-Einhaltung dazu genötigt werdet, da was aufzurüsten. Hier werden wir euch auf jeden Fall dann auch nochmal in den nächsten Monaten auf dem Laufen halten, wie das aussieht. Ich hoffe, dass da mehr Klarheit reinkommt. Okay, gibt es noch Fragen zum Renditebeispiel? Nein. Okay. Ja, ich wollte das gerne nochmal ergänzen und vielleicht nochmal ein bisschen verschärfen. Also ihr habt praktisch eine Verzinsung des eingesetzten Kapitals, was ihr praktisch da reinbringt, von 17,5%. Jetzt überlegt euch mal, was ihr bei der Sparkasse bekommt oder sonst wo oder bei irgendwelchen massiv kritischen Kapitalanlagen. Völlig absurd. Und also besser könnt ihr das Geld faktisch nicht anlegen. Ihr habt die CO2-Einsparung. Und ihr habt wahrscheinlich, wenn ihr so einen typischen 3- bis 4-Personen-Haushalt habt,
könnt ihr beim Thema Stromverbrauch ungefähr 10-15% eures Stromverbrauchs euch sparen, wenn ihr so einen klassischen Haushalt habt. Und den könnt ihr dann komplett CO2-neutral herstellen. Und das ist einfach eine Sache, die muss man fast machen. Ja, super cool. Danke für deine Ergänzung. Ich bin da manchmal vielleicht zu wenig Vertriebler noch, aber ja, also ich bin 100% überzeugt davon. Es ist wirklich eine super Sache. Es lohnt sich auf jeder Ebene. Genau. Okay, ich glaube, dann können wir auch weitergehen. Darf ich vielleicht noch eine kurze Ergänzung machen, weil das gerade um Invest und Rendite und Ähnliches geht? Da das ja eine mobile Anlage ist, läuft, also Stichwort Versicherung, einfach mal zu berücksichtigen. Weil große Anlagen, die ich ja fest mit dem Haus verbinde, da muss ich dann auch entsprechend die Wohngebäudeversicherung erhöhen. Das kostet einiges im Jahr. In diesem Falle läuft das dann alles über die Hausratversicherung. Und da findet dann in der Regel keine Erhöhung statt. Das heißt also, wegen der Versicherung und damit des Gesamtinvestes brauche ich mir keine Gedanken zu machen. Da tut sich dann also nichts. Ist aber trotzdem versichert über den Hausrat. Super, vielen Dank für den Input. Okay, Jonas, schalst du noch mal einmal weiter, bitte? Jo. Genau, also unser Fazit, wir als Olegino empfehlen euch, macht euch selbst auf dem Balkon, produziert euren Strom dezentral, ganz einfach und verbraucht ihn selber. Das ist wirklich mit dem aktuellen Stand, auch noch mit der Förderung, das Beste, was ihr machen könnt. Okay. Jonas, hier übergebe ich, glaube ich, an dich nochmal. Ansonsten, was ihr sonst noch für die Energiewende tun könnt, außer euer Balkon-PV-Modul anzuschließen, tretet gerne eurer lokalen Energiegenossenschaft bei. Wir brauchen immer Unterstützung in Form von neuen Mitgliedern. Damit ermöglicht ihr es uns überhaupt vernünftig zu arbeiten. Kauft Ökostrom und Ökogas, zum Beispiel am besten von eurer lokalen Energiegenossenschaft. Achtet hierbei besonders auf, dass es sich um richtigen, authentischen Ökostrom handelt und nicht um den Ökostrom von dem Wasserkraftwerk aus Norwegen. Das wäre besonders wichtig. Da hilft euch das grüne Stromsiegel zum Beispiel. Achtet darauf, dass der Ökostrom ein grünes Stromsiegel hat. Oder falls ihr nicht in Oldenburg wohnt, gründet eure eigene Energiegenossenschaft. Dort gibt es auch mittlerweile professionelle Hilfe von Netzwerken in Deutschland. Und ja, schließt euer eigenes Balkon-PV-Modul an, weil es, ich hoffe, wir konnten euch das eben zeigen, super einfach ist, rechtlich sicher, klimafreundlich und auch, wie eben gesehen, auch ein sehr gutes Geschäft. Und um euch da auf den Weg zu bringen, hilft euch auf jeden Fall das Oldenburger Solarkataster. Das macht es dann nochmal besonders einfach. Und falls ihr über ein Einfamilienhaus verfügt oder euer eigenes dort drin wohnt, dann macht euch nicht zu viele Gedanken über Balkon-PV-Module. Vielleicht kann es auch direkt eine richtige Solaranlage sein und klatscht euer Dach voll mit Photovoltaik. Eure Enkel werden es euch danken. Genau, wenn ihr jetzt noch Fragen habt, immer raus damit. Wir beantworten die gerne auch noch in der Zukunft, indem ihr einfach an solar@olegino.de schreibt. Auf unserer Website findet ihr auch meine Handynummer, da könnt ihr mich einfach auch gerne anrufen. Und genau. Bleibt uns gewogen. Ja. Sehr schön. Vielen Dank schon mal an euch zwei, Annika und Jonas. Eine Frage ist auf jeden Fall, die taucht vorhin schon mal auf und die hat Uwe Brandes gerade nochmal gestellt. Wie sieht das mit Unterstützung durch Handwerkerinnen und Handwerker aus? Ich hatte im Chat gerade schon mal erläutert, dass für die nicht elektrische Installation haben wir uns auf Basis genossenschaftlicher Solidarität bisher irgendwie gegenseitig geholfen. Also Leute, bei denen es gemacht wurde, haben dann mal bei anderen Leuten geholfen zu installieren oder haben so Sachen wie die Sammelbestellung übernommen. Das ist so genossenschaftlicher Usus, wie wir finden. Das heißt, bei der Installation jetzt irgendwie, wenn es nicht gerade in 1000 Meter freischwingend an einer Schaukel ist im Wald irgendwie, dann denke ich, wenn
wir da auch ein bisschen Unterstützung zusichern. Bei der elektrischen Seite, wie sieht es da aus, Jonas? Haben wir eine Liste mit Elektrikern oder irgendwie sowas? Wir haben definitiv ein paar Elektriker, die wir euch an die Hand geben können. Ansonsten würde ich einfach empfehlen, dass ihr den Elektriker, der bei euch in der Wohnung schon mal gearbeitet habt, auch nochmal um Rat fragt. Das funktioniert auch immer. Aber ansonsten schreibt uns gerne an. Also das Problem, wenn ich kurz etwas dazu sagen darf, ist momentan einfach das, der Bauboom, man hat ihn ja, den Elektriker mal kurz zu einer Installation ins Haus zu bemühen, ist so gut wie gar nicht möglich. Und deshalb hätte ja einfach sein können, dass jemand in irgendeiner Art und Weise für euch, für eure Genossenschaft möglicherweise arbeitet, von dem ihr sagen könnt, Mensch, das Kinder, die sind relativ schnell zu bekommen. Ja, das genau so ein einfach aufzutreibenden Elektriker haben wir auf jeden Fall da auch nicht an der Hand. Ja, das tut mir leid. Gut, und persönliche Frage, auf dem Dach eine Installation, also wie gesagt, mein Dach ist zwar groß genug, aber ich habe da Gauben noch und nöcher, das heißt, da passen nicht genügend so Module für eine große Anlage, sondern eben nur für eine PV-Anlage drauf. In meinem Alter gehe ich aber nicht mehr so gerne aufs Dach, also in 10 Meter schwindelerregender Höhe hochzugehen. Da jetzt Dachdecker zu bemühen? Oder würde das alles noch im Rahmen der genossenschaftlichen Solidarität laufen? Also das wäre jetzt eine ganz persönliche, eine individuelle Frage. Also wir arbeiten gerade daran, tatsächlich eine Selbstbaugenossenschaft zu werden. Das heißt, dass wir auch selber Anlagen installieren dürfen. Ja. Allerdings geht es dann immer um Flachdächer. Sebastian, weißt du da noch mehr? Ich glaube, auf Schrägdächern haben wir dann auch versicherungstechnisch Probleme. Ja, da ist es tatsächlich auch schwierig, weil dann irgendwie Freiwillige zu finden, die das gerne machen möchten. Ne? Man braucht schon ein bisschen Skills oder so. Ne? Es würden sich vielleicht durchaus ein, zwei Leute finden, die sowas machen, aber wenn das so eine komplexe Konfiguration ist bei Ihnen, da geht es wahrscheinlich ja dann auch nicht nur um ein Modul neben dem Dachfenster oder so. Doch zwei. Zwei Module auf dem Dach. Ja, ja. Ja, genau. Schreiben Sie uns mal, können wir uns ja mal angucken. Na, ist gut. Also ich stand mit Sönke schon. Ich würde sagen, machen wir das Seminar heute nochmal ab. Schicken Sie uns gerne ein Foto von Ihrem Dach, damit wir das beurteilen können. Ja. Ich glaube, das Wichtige ist da einfach das Thema Arbeitssicherheit. Mit Sicherheit, ach na klar. Ja, genau. Na, ist gut. Darf ich noch mal eine Frage stellen zu dem Fritz Deckt 210? Also ja. Wie gesagt, ich liebäugle mit dem Smart. Mit der Smart-PV-Anlage von Wir lieben Solar. Ja. Das ist eine Sache, da muss ich natürlich das WLAN ausweiten. Das wäre aber nicht das Problem. Aber über Fritz Deckt 210 hatte ich noch gar nicht nachgedacht. Geht das einfach so, dass ich das dann zwischen dem Wechselrichter und der festen Installation schalte? Geht das dann noch? Also ja, das geht. Also das Problem ist, diese smarten Steckdosen, Messsteckdosen sind natürlich immer darauf ausgerichtet, also für die Schuko-Steckdose gedacht. Ne? Ja. Also dann müssten Sie noch mal eine Schuko-Steckdose dazwischen haben. Wenn Sie das aber machen, also wie ich das bei mir zu Hause gemacht habe, dann ist es wirklich total einfach. Sie können dann Sie halten dann mit dieser Steckdose jeden Tag eine E-Mail. Können Sie sehen, aha, okay, super, heute wieder produziert 3 Kilowattstunden. Direkt bei mir zu Hause verbraucht, das hat Spaß gemacht. Also genau, so ein kleines Monitoring, da sollte es auf jeden Fall geben. Ja, ist gut. Sonst die Kosten, beim Festanschluss. Ja. Ergänzend dazu die Kosten, glaube ich, so einer Dose, die sind auch überschaubar. Jonas, ich weiß nicht, ich habe vermeintlich so 40, 50 ja. Euro irgendwie sowas bezahlt. Ne? Mhm. Mhm. Gut, also würde das ja im Prinzip, ohne jetzt über Heller und Pfennig nachdenken zu wollen, günstiger sein als dann diese smarter Anlage, die auch Wir lieben Solar anbieten. Ja, ich weiß nicht, ob bei Wir lieben Solar gibt es, meine ich, auch einen Wechselrichter, den man vielleicht sogar auch auslesen kann. Genau, ja. Der würde über den Solarman laufen. Ja. Hm? Aber das wäre auf jeden Fall eine Alternative auch dazu. Ja, gut. Okay, danke. Bitte. Vielleicht darf ich hier aus dem Chat nochmal reinspiegeln, dass ich viele Leute für den tollen Workshop danken und für die zahlreichen Informationen. Gebe ich mal an euch zwei weiter. Hier kommt auch die Frage,
landet diese Präsentation irgendwo? Wie ist es mit diesem Video und diese To-Do-Liste, von der ihr gesprochen habt? Wo wird die auftauchen? Quasi, wen muss man bedrohen oder mit Blumen beschenken, damit man an diese Liste kommt? Genau, also wir haben ja auch schon teilweise verlinkt. Wir werden die Präsentation auf jeden Fall auch als PDF zur Verfügung stellen. Ich denke, ich würde nochmal durchgucken, ob wir alles jetzt genau in dem Umfang zur Verfügung stellen, aber Teile davon können wir, denke ich, schon bereitstellen. Ansonsten gibt es halt dieses, das wurde jetzt gerade hier alles aufgenommen, also das Video dessen wird auch im Internet zu sehen sein. Und die To-Do-Liste, die müssen wir jetzt soweit erstmal noch überarbeiten. Die Anmeldehilfe für die EW-Netz, da arbeiten wir gerade zusammen mit Wir lieben Solar dran, die noch fertigzustellen. Die gibt es dann auch zum Download mindestens auf der Seite von Wir lieben Solar und geplant eigentlich auch auf unserer Seite. Wenn Sie die vorab schon mal haben wollen, können Sie sich gerne an meine E-Mail-Adresse wenden. Und den Hinweis, folgt uns auf Facebook, folgt uns auf Instagram und alle Jubeljahr twittern wir auch mal. Das sind definitiv Kanäle, irgendwie, über die ihr das erfahren werdet. Und ihr könnt euch auch gern für unseren Newsletter auf oligeno.de registrieren. Da kommen die Infos, aber auch nicht so viele, dass es nervt. Keine Angst. Darf ich noch eine Sache ergänzen? Und zwar war im Chat, glaube ich, noch die Frage, ob es im Landkreis Oldenburg auch Förderung gibt. Also ich sitze in Rastede, Landkreis Ammerland. Soweit mir bekannt ist, ist das bislang noch nicht Thema. Wir würden das gerne von unserer Seite aus, von den Grünen, zum Thema machen, dass wir das im Rahmen des Kommunal- bzw. Kreistagswahlkampfs entsprechende Programme auch mit auflegen. Und da gibt es sicherlich auch noch Abstimmungen mit dem Landkreis Oldenburg dazu. Ob das jetzt passieren wird, ist natürlich noch nicht klar. Aber ich denke, der Weg, den die Stadt Oldenburg gegangen ist, der ist da wegweisend. Und da werden sich, denke ich mal, die Landkreise auch in absehbarer Zeit dran orientieren. Cool, vielen Dank.